Hey Leute, hier sind wir auch und der Benny von Die Badies Zocken und heute gibt's die 7. Folge von Varro 4. Und ja Leute, wir wissen, dass Dena und Tobi in unsere Fallen reingelaufen sind und beide haben sie es überlebt. Also schade, aber wir haben heute vor, einige zu bauen. Wir haben bis zu 4 TNT. Ich würde sagen, auf 3 gehen wir auf den Server, oder? 3, 2, 1, go! Okay, das war jetzt aber eigentlich auf jeden Fall. Oh, schon mal nice, dass die Fallen funktioniert haben. Oh no, ich bin und in der Luft. Ist Nacht, ist perfekt. Ich werde, glaube ich, gekickt. Ich bin gekickt worden. Ja, nice. Nice. Ich hoffe, du kannst wieder reconnecten. Okay, ich darf zocken. Nee, ich habe dann immer das. Toll, das ist nicht gefixt worden. Du okay. Bist jetzt alleine auf dem Server, glaube ich. Okay, kannst du jetzt nicht mehr reconnecten? Ich probiere mal zu connecten. Jetzt bin ich drauf. Ich hoffe, du bleibst auch drauf. So, warte, die Sau nehme ich mit. Aber zum Glück sind wir alleine. Okay, ich kann schon rumlaufen, okay. Perfekt. Es hat funktioniert auf jeden Fall. Wir müssen in die Mitte. Genau, ich bin auch auf dem Weg in die Mitte. Ich sehe hier noch eine Kuh, die nehme ich auf jeden Fall mit. Oh, ich habe sogar zwei Lava-Eimer dabei. Das heißt, ich kann dann direkt meine Falle aufbauen. Das ist perfekt. So, ich gehe schon. Ich bin schon fast in der Mitte. Ich brauche dann ein Zeug direkt. Ja? Weißt du, ich bin 300 Blöcke noch weg, circa. Perfekt, ich auch. So ungefähr. Perfekt. Oh, wir haben auf jeden Fall. Also beide werden heute von uns Fallen bauen. Wir haben aber wieder richtig coole vor, sind in ähnlicher Weise wie die, was wir schon gebaut haben. Und wir hoffen natürlich, die funktionieren diesmal ein bisschen besser, dass die Leute auch dran sterben. Ja, Mann. Und war schon belastend, dass die das halt echt beide überlebt haben. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wenn wir da diese Fallen gebaut haben, dann werden wir uns erstmal ein bisschen equippen. Ich weiß, es gibt viele, die haben schon irgendwie so Sharp 3 Schwerter mit Fire Ice Back. Das wollen wir auch alles machen, aber alles mit seiner Zeit. Ich quitt mein Leben, Mann. Warum? Ich habe Lava-Eimer gesetzt. Hab die Q-Taste gedrückt und hab da meinen leeren Eimer in die Lava geworfen. Oh Gott, ich seh dich da. Hallo. Ja, ich seh dich auch. Ich brauch dann auf jeden Fall noch einen neuen Eimer. So, ich würde sagen, komm in die Mitte. Wir braten nämlich das Eisen, das brauchen wir auch alles, damit wir mal einen Amboss machen können. Und das Gold, damit wir ein paar Äpfel machen können. Ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach alles. Nehmen wir. Oh Gott, da sind so viele Creeper. Ja, ich habe auch gerade wieder einen mitgenommen. Holy. Gunpowder können wir auf jeden Fall gut benötigen. Nein! Nicht explodieren hier beim Portal, das wäre nicht so geil. Ja, wäre belastend, wenn du die Kisten wegsprengen würdest. So, warte, ich guck mir jetzt kurz mal den Baum an, was hier passiert ist bei der Falle. Hey, warte, wo ist unsere Kiste überhaupt? Oh Gott, da ist auf jeden Fall da reingefallen. Okay. Ja, dann komm, gib das Zeug jetzt schnell rein. Wir haben nicht viel Zeit, ich muss echt viel machen. So, Gunpowder ist drin. Ich würde sagen, du hattest mir auch ein TNT mit. Achso, ich habe zwei Eisenblöcke. Boah, die Mobs fucken gerade ab. Ist, ja gut, ich meine ein bisschen. Ich muss mir ein neues Schwert dann gleich craften. Ja. Ich mach die Bögen, okay? Ja, passt. Ich gebe jetzt den ganzen Shit hier mal rein. Kannst du die Dispenser auch gleich machen? Ja. Perfekt. Ich mach mir ein neues Schwert einfach safety-mäßig. Hey, ich hab so viel Shit im Inventar, Mann. Ich brauch von dir Cobblestone, da habe ich leider nichts mehr mit. Warte, ich geb kurz die Kohle rein und das andere Zeug. Kabel ist drinnen. Perfekt. Nehme ich mit. Kannst du mal. Okay. Es wird tagt und fucken die Mobs zumindest nicht ab. Das ist sehr gut. Kannst du ein bisschen Zeug reingeben, vielleicht? Gold oder so? Ich habe gerade alles reingegeben, was ich hatte. Gold auch? Ja, ich glaube, ich hatte nicht viel Gold. Okay, wir haben nur 12 Gold. Ich mache mir einen Goldapfel einfach mal. Ja. Ich nehme den mit in den Nether. Ich will da echt nichts riskieren. Ich habe auf jeden Fall mal 4 Bögen gemacht. Das reicht für 4 Dispenser. Ja, kannst du ein paar Fäden reingeben? Ich habe alle reingegeben. Ah, nice, perfekt. Die nehme ich mit. Sind die Dispenser drinnen? So. Warte. Jetzt, ich habe 4 Stück gemacht, das heißt, wir können 4 Fallen aufbauen. Okay, perfekt. TNT musst du noch machen? Noch einer, okay. Mache ich TNT auch noch. In der Zwischenzeit gucke ich mal, vielleicht können wir einen Amboss kurz noch schnell machen. Ja. Ein Eisen noch. Perfekt. Okay, TNT ist auch gemacht, ich gebe es auch in die Kiste rein. Ja, nice. Also ich brauche auch ein Stück. Perfekt. Ich nehme 2 Stück mit. Ich muss noch. Warte, ich mache zuerst die Loren, oder? Ja. Wie viele brauchst du? Eine? Ja, ich brauche eine. Und genau, hier habe ich auch noch Eisen. Perfekt. So, eine Lore ist drinnen. Ja, sehr nice. Nehme ich mit. Oh Gott, diese Vorbereitung, was wir da machen müssen für die Falle, Mann. Ja, Mann, ich brauche auch noch 2 Eisen. So, okay, gut. Habe ich. 2 Schienen habe ich mitgenommen, Redstone habe ich mit. Perfekt. Ich wollte noch eine Axt machen.
Ich glaube, ich kann reingehen, ich habe alles. Ich habe auch einen neuen Aimer, oder? Habe ich den gemacht? Ich mache mir lieber noch einen. Ja. Oder zwei, scheiß drauf. So, ich gehe kurz zu den Bäumen und hol mir ein bisschen Holz, weil ich habe diesmal ein bisschen eine fiesere Falle vor. Also die soll die Leute dann auch vielleicht ein bisschen abfacken und vielleicht verlieren die dadurch ein bisschen Zeit, dass die dann wirklich in der Lava verbrennen und nicht rauskommen. Und sterben hoffentlich. Und sterben, ja. Das wäre das Optimale. So, ich muss mich jetzt umgucken. Also ich weiß, hier ist auf jeden Fall Dena mit dem Überleben rausgekommen. Mann, das ist einfach belastend. Ich gucke jetzt hier hinten. Hier ist ein bisschen was abgebaut. Hier könnte man eine machen. Die mache ich hier am besten gleich. Und zwar okay, hier perfekt. Bei dem Stück. Ey, Zombie, fuck you. So, das kann ich abbauen. So viel Zeug. Unglaublich. Ja. Ich habe keinen Hebel. Was? Aber ich habe die Werkbank dabei. Nice. Ich dachte schon. Ich brauche nämlich mindestens einen. Ja, ich baue richtig viel Holz ab. Jo, passt auch perfekt. So, ich habe meinen Hebel. So, dann machen wir das mal in die Richtung hier. Ich würde sagen, den Baum nehme ich noch mit, dann fange ich auch mit der Falle an. Ich hoffe, wir haben noch genug Zeit, damit wir da ordentlich was bauen können. Ich glaube schon, dass wir noch ordentlich Zeit haben. Oh, perfekt, ich habe direkt auch noch einen Apfel bekommen. Sehr nice. Nice. So, jetzt die Frage, ich glaube, ich baue es von der Seite auf. Warte, ich habe die Dispenser nicht mitgenommen, fuck. Läuft. Ohne läuft's natürlich nicht und ich bräuchte auch noch zwei Feuerzeuge, komme ich gerade drauf. Fuck. Ja, stimmt. Ich hoffe, das klappt alles in der Folge noch. Ja. So, Leute, ich brauche Cobblestone, was ich natürlich nicht mit habe. Ja, ist belastend. Jeder von uns vergisst was. Gut, dass wir uns gut vorbereitet haben. Ja, ich war zum Glück nicht so weit weg wie du. Ja, ich war auch nicht weit weg, also... Lol, ich wollte Zombie auf dem Huhn. Alles klar. Was wollte ich noch machen? Fuck. Dispenser und Feuerzeuge. Genau. So. Ich hab kein Eisen. Leute, ihr kennt doch bestimmt immer die Leute, die rumlaufen und dann irgendwie Blöcke unter sich platzieren, um dann vielleicht schneller zu sein oder keine Ahnung, so MLG-Modus quasi. Und ich fake das jetzt einfach mal an. So, dann hat hier wer Blöcke platziert, hier. Und dann war irgendwer faul und hat einfach mal mit Eisenblöcken weitergemacht. Oh Gott, der wurde natürlich falsch platziert, weil hier eine scheiß Blume ist. Und unter den Eisenblöcken werde ich jetzt die Falle bauen und hoffentlich denkt sich da jemand, hey, da hat jemand YOLO-Modus gemacht und zufällig dann Eisenblöcke genommen bei diesen Sprüngen. Da ist bestimmt keine Falle, baut den Eisenblock ab und fällt dann in den Tod. Na? Das ist der Plan und ja, das werde ich jetzt machen. So, ich hole mir da jetzt eine Lava von so einem Shit hier. Und hoffentlich dabei nicht sterben. Nee, Mann. Du wirst auch nicht sterben. So, okay. Ich freue mich wieder auf die Falle, wird nice werden. Ja. Ein Stick, ein Hebel, perfekt. Okay, Prinzip ist wieder das gleiche. Unter dem Eisenblock ist ein Hebel. Wer den Eisenblock abbaut, aktiviert das Signal. Oder deaktiviert es besser gesagt. Und dann geht's ab. Okay, jetzt nur keinen Fehler machen. Puh, ich bin nervös. Du sagst es, Mann. Die Fehler, die können wirklich viel kosten, Mann. Ja, und in unserem Fall tödlich sein. Ich hoffe, du hast noch ein Cauldron und Wasser immer mit. Ah, hab ich alles. Mhm. So. Und diesmal werde ich auf jeden Fall, die Lava besser platzieren. Ja, ich meine auch, also ich grab die gerade. Ja. So. Ich hab dann ordentlichen Radius weg. Weil die Lava fließt im Nether, vielleicht wisst ihr das gar nicht, 8 Blöcke weit. Ja. Also das ist schon ordentlich. Da grabe ich wirklich weg, was geht. Ich bringe jetzt die TNT-Lore in Position, bitte explodier nicht. Ja, meine ist schon in Position, ich muss jetzt gleich nur mal die Lava setzen und dann... Okay, hat alles funktioniert? Sehr gut. Oh Gott. Okay, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Eigentlich steht die Falle. Ich mache hier schon mal Erde hin, dass das Gras wächst. Feuerzeug muss rein. Ist auch drin, perfekt. Okay, Falle steht. Ich baue jetzt hier die Blöcke weg. Ja, meine steht auch. Dann platziere ich wieder Lava. Das ist perfekt, Mann. So, da muss jetzt endlich mal einer sterben. Hoffen wir es, Mann. Meine erste steht auch. Du könntest bei der zweiten vielleicht sogar helfen. Ich weiß nicht, weil die wollen wir ja mit Fallschaden machen. Ja, na, ich muss auf jeden Fall meine jetzt erstmal fertig bauen, das wird noch ein bisschen dauern. Okay.
Weißt du, wo wir das, den Gang nach unten gemacht haben? Ja. Ich glaube, wenn man beim Portal rauskommt, direkt links. Nee, rechts, oder? Achso, ja, links, ja, genau. Hier, ich laufe hier gerade lang. Ich hoffe, die Schaufel ist da kaputt. Vorne irgendwo. Belasten, ich mache mir eine neue. Geh schnell hier raus. Ja, hier wäre das. Ich guck mal, wie viel Zeit das wir noch haben. Okay, wir haben noch 5 Minuten, glaube ich. Fuck. Okay, ich werde, glaube ich, nur meine eine Falle hier schaffen. Wo haben wir das denn gebaut? Hier sind wir doch irgendwo runter, dachte ich. Fuck. Ja. Ich habe wieder eine Schaufel. Ich glaube, die zweite Falle schaffe ich nicht mehr ganz. Ja, egal. Ich guck gerade überall, wo wir da runter sind, aber ich weiß es einfach nicht mehr. Ich gehe jetzt mal da runter, dann kann ich da safe irgendwo hochgehen. Oder auch nicht. Ja. So, ich muss jetzt richtig viel Erde wegmachen. Ich weiß aber zum nicht Glück ist nur Erde hier, weil das kann man leichter wegspringen und schneller abbauen als irgendwie Stein. Ich hab nur mehr 3 Herzen. Du, oder was? Ja, ich spring die ganze Zeit runter. Ich suche hier den Aufweg, Mann. Wir hatten den doch hier irgendwo. Bin mir ziemlich sicher, Mann. Ich hole mir jetzt erstmal Lava. Ja, mach das. Lava ist wichtig. So, okay. Ich sehe ja sogar die Werkbank hier von uns. Ich bin so verwirrt. Orientierungssinn for the win. Ja, Mann. War das hier oben? Ja, Mann, ich hab's gefunden. Sehr nice, sehr nice. Aber ich kann es jetzt, glaube ich, nicht mehr fertig bauen. Ich hoffe so hart, dass hier einfach jemand reinfällt. Und dann stirbt. Wir wollen endlich mal einen Kill bekommen. Oh lol, das war sogar daneben das Loch einfach. Ich bin so blöd. Ohne Witz. Läuft. So, Tripwire sitzt. So, komm schon. Oh, nächste Schaufel kaputt. Okay, das bisschen baue ich jetzt noch ab und dann werde ich hier die Werkbänke hin platzieren. Okay. Und dann platziere ich die Lava und dann ist alles ready. So, komm, ein Block noch. Warum? Wenn ich das aktiviere, müsste das doch hier aktivieren, oder? Ups. Oh Gott, du verwirrt. Ja, ich bin... Nee, ich baue gerade Kacke. So. Feuerzeug rein. Und noch schnell eine Schiene hier. So Leute, ihr seht schon, ich platziere die ganze Zeit überall Werkbänke. Wollen die nämlich irgendwie Wasser immer platzieren oder Plastik platzieren? Was ist los? Ich wäre gerade fast gestorben. Alles klar. Holy. Ich brauch noch eine Schaufel, Mann. Dann greifen die auf jeden Fall immer in die Werkbänke rein, was nice wird. So. Okay, egal, ich lasse es so, kein Bock drauf. Oh mein Gott. Wie lange habe ich denn noch Zeit? Warte, ich komme jetzt gleich und kann dir dann helfen. Habe ich noch lange Zeit? Die Lava korrekt fließt, warte. Ich glaube nicht, nee. Ich gebe die Lava hier hin. Oh. Scheiße, die Lava fließt hier nicht. Ich habe einen zweiten Lava-Eimer. Aber ich muss meine auch gerade umplatzieren, weil sie kacke fließt. Komm, fließt die jetzt gut? Meine Falle steht. Okay, meine steht im Prinzip auch. Okay, ich muss jetzt noch irgendwo außen rum gehen. Ich muss irgendwo außen hoch. Aber ansonsten... Zur Not haben wir jemanden noch einen Schreckenengel jagt mit der Falle, was auch nicht so kacke ist. Aber oh Gott, so. Ich komme auch in die Nähte. Ich nehme noch Zeug mit, was ich vielleicht brauchen könnte. Ja. TNT. Oh, ich habe so viel Crap. Alles gleich, pack die Blumen in die Kiste. Ja, moin. Haben wir uns schon Goldäpfel gemacht? Nicht, oder? Nee. Nein. Okay. Ist das? Ananas habe ich mit. Perfekt. Cobblestone habe ich mit. Ich komme in den Nether. Ja, perfekt. Ich grabe hier noch ein bisschen aus. Vielleicht sieht das irgendwer, wenn da einer reingeht. Oh mein Gott, das wäre perfekt einfach. Zwei Fallen stehen von mir, eine von dir. Also ich glaube... Wo hast du deine zwei Fallen gemacht? Achtung. Also erstmal hier den Gang runter, da hinten beim Cobblestone. Okay, ja. Und die zweite Falle ist jetzt dann hier hinten. Warte. Hier einfach. Ja. Da vorne ist Netherquarz. Okay. Und save irgendwer für Level noch ab. Und ja, wenn da nicht unbedingt einer mit Full Deer kommt, funktioniert's.
Ich gehe mal in die andere Richtung, gucke, ob ich hier noch irgendwo eine Falle bauen kann. Ja, ich gehe jetzt mal erstmal Amboss machen und sowas, damit wir dann endlich mal unser enchantetes Zeug machen können. Jetzt haben wir so viele Fallen schon gebaut, das ist unglaublich. Ja, ist echt so, Mann. Okay, ich würde sagen, ich mache das dann hier hin. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was vorbereiten und die dann schnell in der nächsten Folge fertig machen. Ja. Oh. Okay, wir werden auch schon gekickt. Okay, wir haben da nichts mehr drinnen. Wir haben haufenweise Eisen, 50 Stück plus einen Eisenblock. Da können wir auf jeden Fall dann beim nächsten Mal was machen. Ja, okay. Mal gucken, ob jetzt einer der Fall funktioniert. Es wäre so cool. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Jetzt heißt es dann in den nächsten Folgen ordentlich equippen, enchanten, vielleicht noch ein paar Dias holen und dann fighten. Ja. Ja. So, ja, ich bin noch nicht gekickt worden, ich werde gleich gekickt. Ja, in einer Sekunde bin jetzt draußen. Perfekt. Ja. War ganz gut. Also ich bin zufrieden, dass wir die drei geschafft haben. Ja, ich auch. Ich würde sagen, wenn es euch mal wieder gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Und wir sehen uns einfach morgen beim nächsten Video. Ihr könnt natürlich gerne auch mal bei unserem Sponsor MMOGA vorbeigucken. Dritter Link in der Beschreibung. Und ja, pömmelt dort mal vorbei. Haut rein, bis morgen. Ciao. Ciao.